Hey Leute, willkommen zurück zu Westeros Total War an diesem Mittwoch. Ja, als erstes mal möchte ich kurz noch was bekannt geben. Es ist zwar jetzt schon Mittwoch und das Video, um das es geht, kam Samstagabend. Und zwar gibt es ein Real-Life-Video von mir, da sieht man mich. Das kann man sich gerne mal anschauen. Ja, mit Heiko und einem Abonnenten und Kumpel von Heiko und wie auch immer so halt einfach. Ja, der ist da auch dabei. Und das könnt ihr euch da gerne mal anschauen, würde mich auf jeden Fall freuen. Ist ganz interessant, denke ich. Sieht man mich auch mal, falls für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Es ist zwar jetzt schon Mittwoch, aber besser spät als nie, gell? So, letztes Mal, Leute, haben wir Königsmund erobert in einem 32-minütigen Part oder sowas. Ein bisschen krass. Dieses Mal versuche ich, das alles wieder ein bisschen weniger lang zu machen. Wir müssen uns jetzt sowieso erstmal überlegen, was wir tun müssen, weil Baratheon von Königsmund existiert ja bald prinzipiell nicht mehr. Die haben hier, glaube ich, noch eine Stadt oder so und hier unten eine Stadt. Und vielleicht da drüben noch, nee, das gehört zu den Sturmlanden, ja gut. Also ihr seht, so viel ist es gar nicht. Dann kommt hier halt das Haus Tyrell, da oben kommt Haus Stark hat hier ein Gebiet, hier oben ist das Haus Tully, aber die sind mit uns neutral, hier ist Haus Lannister. Also wir haben noch viele, viele Feinde zu besiegen. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr unsere Ziele, die wir haben, muss ich ehrlich sagen. Das sieht man ja hier nicht mehr. Das muss ich mir irgendwann mal in dem Part anschauen, was nochmal unsere Aufgaben waren, was wir nochmal tun mussten, um die Kampagne zu gewinnen. Ich werde vermutlich, ich weiß es noch nicht, ob ich es danach wirklich so mache, die Kampagne nur so lange spielen, bis wir halt wirklich die Kampagnenmission geschafft haben. Also ich denke, ich werde nicht komplett Westeros erobern. Einfach aus dem Grund, weil das braucht einfach viel zu lange. Irgendwann haben wir eine starke Machtposition. Ich denke, wenn wir die Kampagne erfolgreich hätten, haben wir eine starke Machtposition. Und noch dazu kommt, ich will ja irgendwie mal auch nochmal ein anderes Projekt mit einer anderen Nation machen, ja? Oder ein ganz anderes Spiel. Also ich denke, das kann man schon durchaus verstehen, ja? Ich freue mich auf den Kampf, Mecker. Hier haben wir jetzt eine relativ schwache Armee. Kommt doch einfach näher. Wunder, ist echt keine Leute mehr drin, lol. Tatsächlich, nur noch 400 Leute wohnen in Königsmund. Oh, haben wir echt ausradiert, die ganze Stadt, okay. Das ist hart. Muss erstmal gucken, dass wir irgendwie ein bisschen Bevölkerungswachstum bekommen. Gesessene Heckenritter. Ja, bauen wir das hier mal noch. Das hier. Das erste Mal. So. Jetzt haben wir ja auch einiges an Kohle. Soweit ich weiß, haben wir doch die Stadt auch ausgeplündert, oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Mehr. Gut, geschworene Ritter auf jeden Fall. Immer ganz gut. Können wir auf jeden Fall mal uns die eine oder andere Einheit jetzt leisten. Die Hellebarden brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Diese Waffenknechte können wir uns holen, Reiter brauchen wir jetzt gerade auch keine mehr. Ja, soweit passt es mal hier. Hier in Rossby haben wir ja hier diese schönen Ritter-Rolars, können wir hier rekrutieren. Hier auch bald, soweit ich weiß. Richtig. Ja, müssen wir mal abwarten und ein bisschen Tee trinken. So, ich würde sagen, wir klicken hier mal kurz M, machen das alles mal so ein bisschen zueinander, schicken hier diese Einheit rein, das war jetzt mega fail. Dann greifen wir hier an, ziehen die sich zurück, dann tun wir lieber mal irgendwelche Truppen rausschicken. Lassen wir das jetzt mal so da. Schicken die mal da rein. 7,5, mal gucken, was passiert, wenn wir den da reinstellen. Immer noch 7,5 und wir kriegen, glaube ich, mehr Geld, oder? Ja. Okay, dann darfst du da mal rein in die Stadt, in die Burg, wie auch immer. Bilden wir mal die zwei Einheiten kurz fort. Und dann würde ich sagen... Interessiert mich mal, was für ein Händler hier, ob das uns irgendwas bringt. Und dann holen wir uns noch einen Diplomaten. Wir machen das, denke ich, mal kurz so rum. Das war jetzt nicht ganz so effektiv eingesetzt gerade, aber was soll's. Okay. Wird unsere Differenzen klären. Euer Volk besteht einzig und allein aus Gottes. Gut, dann würde ich sagen, können wir mal eben diese Runde schon mal beenden. Oh,
Oh. Sie belagern uns. Oh. Tötet sie, wenn sie näher kommen. Okay, jetzt hat gerade eben Haus Baratheon seine letzten Truppen zusammengestellt. Kaufmannsgilde brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich habe gerade eine Nachricht in WhatsApp bekommen. Naja, egal. Handy hat halt eben vibriert gerade. Die Armee sieht nicht mal so schlecht aus. Da oben wird belagert. Mich würde mal interessieren, ob wir uns irgendwo einen Spion kaufen können. Ne, da brauchen wir irgendwie mal ein bestimmtes Gebäude für. Muss ich gerade mal nachgucken, wo wir es hier bauen können. Wahrscheinlich in der Burg gar nicht. Vermutlich eher hier. Tja. Hier mal gucken. Warum können wir keine Spione rekrutieren? Das finde ich jetzt aber mehr als seltsam. Naja, was soll's, dann halt nicht, gell? Wir haben jetzt hier gleich unseren Diplomaten, dann nutzen wir den dafür so ein bisschen. Aber als erstes müssen wir jetzt hier mal noch eine Schlacht schlagen. Die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Gut. Und mich wundert, dass nicht irgendwas kam, dass wir jetzt König sind oder so, das checke ich nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt echt nicht wirklich, warum wir jetzt nicht irgendwie zum noch so eine Nachricht gekriegt haben, ja, wir haben Königsmund erobert, wir sind jetzt der neue König von Westeros, keine Ahnung. Vor allem, weil wir Joffrey auch gekillt haben. Mal gucken, was man dafür noch braucht. Vielleicht wisst ihr es auch. Werden wir sehen. Schöne ist, das ist ja auch ein General, beziehungsweise das ist... Oh mein Gott. Wie die aussehen. Ja, das Schöne auf der einen Seite ist, dass es ein General ist, dann kriegen sie wenigstens wieder volle Truppenstärke. Problem ist, wenn der General stirbt, ist ja die Einheit auch weg, ja. Das ist dann immer so eine ziemlich blöde Sache dann natürlich. Ist jetzt die Frage, ob das von Vorteil oder von Nachteil ist. Ich meine, bei Melisandre ist kein General. Daraufhin kriegt man da auch keine neuen Truppen. Aber sie kann halt eben auch nicht sterben sozusagen, außer die ganze Einheit verreckt halt. Aber bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt eine gute Sache ist oder eine schlechte. Auf jeden Fall haben wir jetzt voll viel Kavallerie. Ja, okay. Und relativ wenig anderes Zeug, muss man sagen. Müssen unsere Armee jetzt sowieso demnächst mal ein bisschen umstrukturieren. Das kriegt man ja auch bald neue Truppen aus der Hauptstadt, von Drachenstein aus. Ja, wirklich stark sieht die Armee jetzt nicht aus. Aber es ist durchaus vielleicht sogar besser als das, was uns vor Königsmund entgegenstand. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass man unsere Kavallerie auch gescheit aufstellt. Ich muss diese Einheit hier jetzt gleich auch schon mal richtig, richtig fett ummähen. Das war eine der besten Einheiten hier. Unsere Gegner, aber er hat sich in dieser lockere, oder er hat sich so dumm aufgestellt. Hier ist weggerannt mit ein paar seiner Truppen. Das war halt nicht eine gute Sache für ihn. Jetzt sind wir hier oben in einem Kavallerie-Fight verwickelt. Ist jetzt auch nicht so toll, weil da kommt jetzt Sperrmiliz noch dazu. Gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Sagen wir, reiten da mal geschwind raus. Da kommen auch Ritter. Müssen wir jetzt mal ganz schnell mit unserer Kaff rein. Oh, Königsgarde auch, okay. Nein, 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 kein Ansturm. Oh, oh. Wie dumm die aussehen. Wohin reiten die denn eigentlich? Mal gucken, wie jetzt diese komischen Reiter hier abgehen. Feinde!
Oh mein Gott, gehen die heftig ab. Das war die Königsgarde. Da haben wir halt Truppen verloren ohne Ende. Das ist natürlich bitter. So, jetzt muss man mal gucken, dass wir mit unseren Bogenschützen da mal drauf schießen. So, da hinten haben wir ja noch unsere Verstärkungstruppen. Die können wir hier hin. Also die Waffenknechte sollten dann eigentlich gleich ziemlich im Arsch sein. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Also der Königslande angreifen unbedingt. Oh Mann, ey, was soll denn das? Verwickeln unsere Truppen da immer in so richtig blöde Kämpfe. Okay, jetzt fliehen die ersten unserer Gegner auch schon. Da ist immer noch kein Reiter gestorben. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Kämpft wacker! Und brecht den Kampfgeist. Weil ich meine, dafür, dass wir komplett Königsmund abgemurkst haben, muss da ja auch irgendwie was gut sein. Irgendwas. Der feindliche General ist kein wahrer Mann. Ach, flieht er schon wieder. Er flieht vom Schlachtfeld und überlässt seine Männer ihrem Schicksal. Gott, sind die Reiter krank. Vor allem sind die anscheinend auch schnell, dass es kracht. So, jetzt bin ich gerade mal ein bisschen am schauen, wie man das jetzt hier weiter aufbaut. Ach, die fliehen hier schon. Okay, jetzt lassen wir mal nicht mehr schießen. Setzen die Schlacht eben fort. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Lassen die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. So, da hinten laufen auch noch Gegner. Weg vor unseren Leuten. So, das ist die ganze Leibwache von Stannis hier. Nicht schlecht. Ich würde sagen, auf die letzten Einheiten könnte man rein theoretisch auch ziemlich scheißen. Ja, die fliehen hier drüben sowieso. Hier ist mir jetzt eigentlich egal. So, Schlacht verlassen, wirklich verlassen, jawohl. Ja, wir haben 207 Mann verloren von 1700. Das ist relativ viel, lag an dieser blöden Kavallerie mal wieder. Die wieder einen Ansturm hat machen können. Naja. Ja, ist jetzt nicht allzu schlimm, aber trotzdem. Schauen wir mal. Wir richten diese Gegner hier hin oder machen wir Lösegeld. Können sie sowieso nicht bezahlen, vermutlich. Machen wir Lösegeld. Abgelehnt, fertig, tschüss. Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Ja, wir müssen halt jetzt echt mal langsam aber sicher gucken, dass wir neue Truppen rankriegen. Und wirklich Geld machen tun wir immer noch nicht. Das ist natürlich scheiße. Braucht irgendwas, wo Geld gibt. Steuereinnahmen zum Beispiel. Handelsgüter verbessert bringt uns jetzt nicht so wirklich viel. Äh.
Ja, Farmgemeinschaft. Ja, ne, hier bringst du es jetzt auch nicht. Wir haben leider ein bisschen viele Burgen und ein bisschen wenig Städte, deswegen kommt auch keine Kohle ran. Bauen wir jetzt erstmal das. Auch so ein Straßenzollbüro. Hier bauen wir ja noch. Ja, ist ja schön. Passt soweit eigentlich alles. Wie lautet euer Befehl? Die Armee möchte Befehlung. Ich eigentlich dann kurz da wieder reinschicken. Wir werden niemals abgeben. Bis auf welche Einheit. Wie viele Einheiten können wir überhaupt reinschicken? So, jetzt können wir alle reinschicken. Machen wir es mal eben. Schauen wir mal, was wir so fortbilden können. Uiuiui, einiges. Aber leider halt noch nicht so ganz viel, weil ja die Stadt auch jetzt keine Bevölkerung mehr hat. Prinzipiell. Ja, das machen wir dann jetzt erstmal so, würde ich sagen. Mal gucken, ob die anderen dann wieder aufgefüllt werden, müssen wir mal bei unseren... Oder ob sie irgendwie nur verbessert werden. So, dann haben wir ja hier noch unseren Kaufmann, da gucken wir mal, wo wir ein bisschen Kohle verdienen. Ich denke 82 ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wie viel kostet so ein Tipp? 550. Das sind also ein paar Runden und dann haben wir es wieder raus. Das Geld, wo wir in ihn investiert haben, so, jetzt haben wir, muss man mal gucken. Ja, hier könnte man natürlich unseren Steuersatz nach oben kurbeln, aber ich möchte ja so schnell wie möglich wieder Bevölkerung in der Stadt haben. Also lassen wir das mal. Und beenden auch diese Runde. In Rossby gibt es jetzt auch wieder Bevölkerungswachstum durch die gebauten Farmen. Anstatt... Warte mal, was? Das muss ich jetzt nicht so ganz checken, oder? Ach, irgendwie... Keine Ahnung, die Schlacht... spielen wir mal lieber selber, das machen wir kurz. Den Feinden unseres Volkes keine Gnade. Weiß gar nicht, wo die Armee jetzt gerade steht, um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, ich versuche momentan noch immer relativ viel zu vorzuproduzieren, wenn ich mal Zeit habe und so. Jetzt vor allem am Wochenende halt eben. Oder Montag, Dienstag ist auch immer noch ganz gut. Mittwoch, Donnerstag ist schon mal ganz schlecht, weil da habe ich lange Schule und die wollen jetzt noch gleich mal wie hier die Stadt erobern. Ich glaube, das ist eine Kavallerie-Sache, die wir da draußen mit unserer Kavallerie managen. Zwar mit unserer Generalskavallerie. Diesen komischen Schwarzen da. Schwarzen Reitern da, das ist auch nicht schlecht. Ah, okay, wir haben die Schlacht gewonnen. Das hat sich jetzt gelohnt, das brauchen wir auch. Die Schlacht können wir jetzt auch beenden, die fliehen ja jetzt. Es war irgendwie ein bisschen verbuggt, tut mir leid, Leute, ich wusste es nicht, gell. Ich fand es halt wirklich seltsam, ich habe es nicht so ganz gecheckt, wie das jetzt abläuft. Ich habe gedacht, es wäre eine Feldschlacht, weil wir so irgendwie abgefangen oder keine Ahnung was haben. Ich habe es echt nicht so ganz gecheckt, tut mir leid. So. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Ja. Gut, aber wie es aussieht, haben die hier nochmal eine relativ starke Armee formiert. Wahrscheinlich halt Spawn-Armeen. So wie immer. Schön ein paar gespawnte Truppen. Ich möchte gerade mal gucken, wie viel wir hier eigentlich durch Dings machen, durch Steuern. 614. Und ja, 614 können wir durchaus vielleicht bauen, wobei das kostet schon 3500, das ist schon einiges an Kohle. Also die hat es übrigens nicht ganz fortgebildet, nur halt irgendwelche Verbesserungen. Ja, das ist schade. Tun mal die hier fortbilden, weil da sieht so aus, als können wir das. Da und die hier. Und die können wir jetzt, glaube ich, auch fortbilden. Genau, okay. Dann warten wir einfach mal ein bisschen ab. Müssen wir wieder weitere Truppen fortbilden können. Und sobald hier hinten ein paar Truppen fertig sind, können wir die auch mal rüberbringen. Greift an, mein Herr. Ja, Kapitän. Dann nehmen wir die hier noch mit. Die brauchen sowieso zwei Runden. Ja gut, dann...
ist denn hier mit den Armbrustschützen los? Mit den Einheiten hier. Hass, lol. Okay. Okay, nicht schlecht. Der mag anscheinend niemanden, unser 14-Jähriger hier. Gut, dann würde ich sagen, welche Einheit können wir uns denn noch genehmigen? Vielleicht noch so eine Einheit Bogenschützen hier, die hier zwei Runden braucht und eine Einheit... Ich würde sagen, einfach nochmal zwei Einheiten Bogenschützen, das passt dann. Ja, okay, definitiv passt soweit erstmal. Beziehung verschlechtert, Hausbear Rifle von Sturmcup. Stannis, König des Eisernen Throns. Weiteres Merkmal erlangt. Ach, okay. Und Dings, Rolors Diener sind Befehlshaber der Goldrücke. Okay, auch nicht schlecht. Plus 5 Macht. Hass. Zauber der Goldrücke. Gibt erstmal minus eine Loyalität, aber trotzdem 10, 10, 10, 10. Leute, 10, 9, 10, 1 Frömmigkeit. Ja. Alle haben sie Hass, was auch rum eigentlich. Ach, okay. Ah, okay, 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 ich verstehe. Wir haben, dadurch, dass wir Königsmund abgefackelt hat, hat es jeder Kommandant bekommen. 5 Unruhe gibt es, minus 3 persönliche Sicherheit, minus 3 Kommando und minus 2 Bewegungspunkte und minus 1 Trefferpunkte. Also die sind halt alles ein bisschen, dadurch ein bisschen schlechter. Ist klar, wir werden gehasst, deswegen ist das ganz gut. Wir haben auch immerhin eine Stadt niedergebrannt, die Hauptstadt Königsmund. Und wir sind ja auch wieder am Aufbauen. Interessant finde ich nur, dass die Gebäude alle erhalten geblieben sind. Das ist irgendwie lustig. Ja, was soll's. Dafür haben wir gute Truppen gekriegt. Oder eine sehr gute Einheit. Und das Haus Stark hat das nächste Gebäude da erobert. Die nächste Stadt erobert. Wie es aussieht. Und ich möchte jetzt dann eigentlich gerne mal noch eine Runde warten, bis hier die Truppen fertig sind. Vielleicht braucht man die auch gar nicht so richtig. Ich denke, das tut's auch so, wenn wir es so machen. Wir werden mal einige von den Einheiten hier jetzt gleich rüberschicken. Erstmal schauen und eine Einheit fortbilden. Wirklich können wir jetzt gerade auch nicht. Ja, jetzt tut gerade mein Handy. Naja, ist gut. Weiß jetzt nicht, ob es die dann richtig fortbildet oder nicht. Deswegen lassen wir es einfach mal. Wir werden jetzt gleich diese Truppen, wir werden noch diese Runde beenden. Das ist jetzt auch gleich Runde 50. Wir werden diese Truppen noch nach Königsmund anfangen zu schiffen. Und werden dann irgendwelche anderen Truppen zur Fortbildung nach Drachenstein bringen. Ja, ein bisschen Hochzeit ist nie schlecht. So, hier. Ja, mein König. Ja, mein König. Männer, marschiert. So, jetzt gehen wir in den Hafen erstmal rein und von da gehen wir dann hier weiter irgendwie. Da hoffen wir, ich vergesse es nicht. Und dann bringen wir die Truppen hier eben weg. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir demnächst mal irgendwie hier vielleicht noch Waldschau erobern. Oder irgendwie was machen. Ich denke, wir werden demnächst auch nochmal den Toggle-Foe reinhauen, um mal zu gucken, wie es denn eigentlich so abgeht. Beziehungsweise das machen wir jetzt einfach mal. Schauen einfach mal, was so in Westeros los ist. So, und wir sehen hier oben, ja, wie vermutet, das Haus Stark. Und hat die Bruderschaft ohne Banner was erobert. Das Haus Martell frisst sich hier wieder in den Haus Sturmcup rein. Wie man es auch kennt. Hier hinten ist das Haus Lannister. Ich glaube, die haben hier einige Gebiete gegen das Haus Tyrell verloren. Hier oben auch gegen das Haus Tully und gegen das Haus Stark zwei Gebiete verloren. Das Haus Graufreud hat hier Flints Finger erobert. Und hier oben haben sie eben noch die Bäreninsel. Okay. Interessant. Ja, hier das Haus Arryn und das Haus Tully stand auch im Krieg. Oder das Haus Arryn, wie auch immer. Und das Haus
Tully, Tully, wie auch immer, sind auch miteinander im Krieg. Okay, ja. Ja, also ihr seht, es ist noch auf jeden Fall ganz schön spannend. Das Haus Baratheon von Königsmund hat noch zwei Städte, Feldbach und Waldschauer. Ich denke, wir werden demnächst Waldschauer erobern und werden dann mal unbedingt mit dem Haus Martell sprechen müssen. Vielleicht sind es ja gute Verbündete. Dann haben wir nämlich hier unten mal im Süden vielleicht das Ganze ein bisschen gesicherter und können dann hier noch Steintanz, Königsblick, Porsetor erobern, Waldschauer, klar. Können uns dann hier oben um die Starks kümmern, um die Lannisters und das Haus Tyrell. Und können dann mal schauen, also dass wir uns vielleicht hier wirklich mit dem Haus Martell verbünden. Ich hoffe, ich vergesse es nicht bis zum nächsten Mal. Ich denke, wir schicken einfach mal unseren Diplomaten los. Ja, Herr. So, Morgen geht die vergesse ich es Reise nicht. weiter. Ansonsten, ja, gut. Denke ich. Axel ist Hand des Königs, ja, man, der Witt. Achso, nee, okay, hat er bekommen. Ja, also ich würde sagen, das war einfach mal so viel in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja, wir sind auch wieder ein bisschen drüber, aber was soll's. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Würde mich freuen über ein Like oder einen Kommentar zum Video. Und schaut auch noch in dieses Dings rein, in dieses Real-Life-Video. Würde mich freuen. Bis dann. Ciao, Leute.